wieder soweit. Am kommenden Sonntag geht es für mich wieder für eine Woche nach Frankreich zur Mega Valanche. Ich bin da ja letztes Jahr das erste Mal mitgefahren, was eine ziemlich krasse Erfahrung war. Und ich habe damals schon gesagt, das mache ich auf jeden Fall nochmal. Dieses Jahr hat es zeitlich wieder gut gepasst, sodass ich mich da wieder angemeldet habe. Die Bikes sind ready, denn ich bin sowohl für die normale Mega Valanche angemeldet, als auch für die E-Mega. Der Fokus liegt ganz klar auf der normalen Mega, was ich auch wieder mit der Madonna fahren werde. Ich habe da jetzt die Tage nochmal ziemlich viel Liebe investiert, habe nochmal komplett neue Lager überall reingemacht. Ich habe eine neue Kette drauf, die ich nochmal schön gewachst habe. Ein neues Schaltwerk ist dran, was nach der Woche höchstwahrscheinlich wieder im Arsch sein wird, wie es immer ist. Die Gabel hat einen frischen Service, der Dämpfer ist frisch. Ich habe ein niegelnagelneues Ersatzlaufrad für hinten dabei. Natürlich habe ich auch ein Ersatzlaufrad für vorne dabei. Ich habe ein riesengroßes Paket V-Tires dabei. Grüße gehen auf jeden Fall raus an der Stelle. Vielen, vielen Dank für den Support. Ich habe hier ein großes Reifenpaket mit 8 Reifen von denen bekommen. Davon kommen jetzt auf das Madonna gleich nochmal 2 neue drauf, denn da sind immer noch die Snap Trail drauf. Der ein oder andere von euch kann sich vielleicht noch daran erinnern, ich habe da mal einen Test drüber gemacht. Seitdem sind die Reifen immer noch drauf, weil sie einfach super geil sind. Da das allerdings nur ein 2,35 breiter Reifen ist und ich weiß, was bei der Mega auf mich zukommt, habe ich ganz einfach hier beschlossen, auf den etwas fetteren Snap WCE zu gehen, der vom Profil her relativ ähnlich ist, nur eben einfach ein größeres Volumen von der Karkasse hat. Also es ist ein 2,5er Reifen mit einem wirklich deutlich gröberem Profil. Finde ich aber super gut, geht wirklich richtig super, besonders bei feuchten und losen Bedingungen. Habe ich da bis jetzt richtig gute Erfahrungen am E-Bike mitgemacht. Am E-Bike ist hinten ein etwas anderer Reifen drauf, da komme ich aber gleich nochmal zu. Genau, und dieser Snap WCE, der kommt vorne und hinten bei Madonna drauf und dann sollte eigentlich alles passen. Ich bin zumindest ziemlich, wie sagt man, optimistisch. Optimistisch bin ich. Ich habe auch noch einen Haufen Bremsbeläge und so ein Gedöns, also typische Verschleißteile habe ich natürlich auch eingesackt. Wie gesagt, Laufräder, Ersatzlenker, alles Mögliche. Also wir nehmen alles mit, was irgendwie kaputt gehen könnte. Fürs E-Bike habe ich sogar noch mal einen Ersatzkurbelsatz mit. Am E-Bike ist nach wie vor, bis auf die Reifen, alles in dem Zustand, wie ich das Ding auch von Focus bekommen habe. Auch hier nochmal vielen, vielen Dank dafür, dass ich das Rad bekommen habe und auch das Go dafür bekommen habe, dem Rad das anzutun, was ich damit vorhabe. Es tut mir schon ein bisschen leid, aber dafür ist es nun mal da. Ne? Hier habe ich ja auch gesagt, dass ich vorne den Snap WCE fahre. Hinten kommt hier aber ein kleines bisschen anderer Reifen zum Einsatz. Der ETEC HPL in dem sogenannten E-Control Compound. Das ist einfach eine etwas härtere Gummimischung, die für die besonderen Belastungen durch den Antrieb bei einem E-Bike ausgelegt ist und somit einfach den Reifen ein bisschen verschleißfester halten soll. Ich hatte da vorher einen anderen drauf in einer weichen Gummimischung und den raspelt man da schon relativ schnell runter, ganz besonders wenn man viel Uphill-Trails und sowas fährt. Dann geht er ganz schön schnell weg. Genau, dann halt das hohe Gewicht von dem E-Bike. Also ich glaube, ich brauche dieses Fass jetzt gar nicht aufmachen und da näher ins Detail gehen. Den habe ich auf jeden Fall drauf. Davon habe ich auch noch mal einen Ersatzreifen mit. Also da bin ich ganz gut ausgestattet. Ja, zum Ablauf. Sonntag werden wir da anreisen. Das heißt, wir fahren irgendwann früh morgens los und werden relativ spät nachmittags oder gegen Abend, je nachdem, wie wir durchkommen, wenn wir da sein, dann erstmal ab ins Hotel, Sachen auspacken, ein bisschen runterkommen. Und dann geht es Montag, Dienstag auch schon los. Da ist allerdings offiziell noch nicht so viel los. Das heißt, wir werden erstmal ein bisschen Feeling fürs Gelände bekommen und auch die Quali-Strecke schon das ein oder andere Mal abfahren. Und natürlich auch ein bisschen durchs Gebiet cruisen. Das heißt, die ganzen anderen coolen Strecken, die es da gibt, habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal ein Video von gemacht. Da werden wir natürlich auch überall mal hinfahren. Ich weiß, da ist letztes Jahr, als wir da waren, ist da gerade ein neuer Trail entstanden. Der war da aber noch nicht fahrbar. Da bin ich auf jeden Fall heiß drauf. Genau, dann geht es Mittwoch los. Da soll wohl die Rennstrecke aufgemacht werden. Das heißt, da kann man das erste Mal mit dem Bike hoch auf den Gletscher, kann im Prinzip
schon mal ausprobieren, wie sich das auf Eis und Schnee fahren lässt. Von der Wetterlage her soll es dieses Jahr auch ein bisschen besser für das Rennen eigentlich sein. Also es ist nicht ganz so warm wie letztes Jahr. Wir haben wohl irgendwie so um die 11 bis 15 Grad. Am Dienstag soll es sogar noch mal schneien und oben auf dem Berg sind aktuell irgendwie minus 1 Grad oder so. Das heißt, es ist richtig, richtig viel Schnee da und die Piste ist anscheinend auch recht hart. Also mit ein bisschen Glück, wenn ich nicht wieder im Tumult stecken bleibe. Habe ich dieses Jahr vielleicht auch mal die Chance, nicht so viel laufen zu müssen. Und einfach ein bisschen mehr zu fahren und auch schneller zu fahren. Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Und somit sind dann Mittwoch und Donnerstag die Trainingstage. Oder sind dann Trainingstage. Freitag ist dann der Quali-Tag. Das Ganze läuft so ab, dass erst die normalen Klassen starten, die von der normalen Mega-Valanche, das heißt Bio-Klassen zuerst, was ganz gut ist, denn darauf liegt ja mein Fokus. Das heißt, ich kann in der Klasse wirklich Vollgas fahren und muss dann aber 2 Stunden später die Quali-Strecke, die ja nur 1300 Tiefenmeter hat oder sowas und eine Fahrzeit von rund 15 Minuten, 2 Stunden später die dann eben nochmal mit dem E-Bike fahren. Ja, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Da mache ich mich aber nicht verrückt. Das heißt, wenn ich merke, dass das gar nicht geht, dann werde ich es einfach lassen und einen Haken dran machen. Ansonsten werde ich einfach runterfahren, gucken, wie es läuft und mich dann ausruhen, weil, wenn es ganz gut lief, dann ist am Samstag ist dann die E-Mega und am Sonntag ist die normale Mega. Und da habe ich mir jetzt auch so ganz grob die Strategie überlegt, dass ich die E-Mega, wenn ich mich da vernünftig qualifizieren kann und ich die Quali überhaupt gefahren bin, dann werde ich die E-Mega zwar fahren, werde aber da versuchen, jetzt nicht komplett alles rauszulassen, sondern werde es halt eher just for fun fahren, die Strecke nochmal fahren, das einfach als einen guten Practice Run ansehen. Und wenn ich halt merke, es läuft richtig, richtig gut, dann kann man halt auch Gas geben. Und wenn ich halt merke, okay, ich hänge hier sowieso auf den letzten Plätzen irgendwo rum, dann ist das halt so, dann cruise ich da halt runter, hab halt Spaß und freue mich, dass ich das Rennen einfach am nächsten Tag nochmal fahren darf und dann eben alles rauslassen kann. Ich werde auch dieses Jahr versuchen, im Laufe der Woche ein bisschen was zu vloggen. Das heißt, so von den Strecken, wo wir da rumfahren, von den ersten Trainingsläufen. Ich werde versuchen, dass ich vielleicht alle 2 Tage oder so einen kleinen Vlog dazu raushauen kann. Ist natürlich alles abhängig davon, wie ist die Internetverbindung da. Letztes Jahr wollte ich das auch machen, da ging es überhaupt nicht, weil wir kein vernünftiges Netz da unten irgendwo gefunden haben, wo wir da am Campingplatz waren. Dadurch, dass wir aber dieses Jahr im Hotel sind, habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass das klappt. Wenn das geht, dann werde ich es auf jeden Fall machen und euch da auf dem Laufenden halten. Wenn nicht, dann werdet ihr spätestens 1-2 Tage nach der Mega die ersten Videos sehen. Es kommen ja dann auch wieder die Videos von der Quali. Und die Videos von den Rennläufen, also die lade ich so oder so hoch. Das heißt, es gibt allerspätestens in knapp 2 Wochen wieder Race-Content und zwar nicht zu knapp. Also bleibt dran und wir sehen uns das nächste Mal in Frankreich. Bis dahin, macht's gut!